In einem kleinen Stück Wald im südlichen Madagaskar sind zwei Banden von Katas in einen Revierstreit verstrickt. Die disziplinierte Ruinenbande und die relaxte Museumsbande. In ihrem Kampf um Gebiet und Nahrung ist eine Pattsituation eingetreten. Eine lange Trockenperiode verknappt die Nahrungsvorräte. Die Geburt neuer Jungtiere birgt weitere Risiken. Und zu alledem bedrohen Eindringlinge den prekären Frieden. Der Kalte Krieg heizt sich auf. Und persönliche Fehden kochen über. Mit fatalen Folgen. Diese vier Banden sind die Katas von Berenti. Sie kämpfen um ihre Reviere. Anführer. Und Verlierer. In einem erbitterten Machtkampf. Ihr Lebensraum schrumpft. Und ihre Zukunft steht auf dem Spiel. Wer wird die bevorstehenden Kämpfe überleben? In einem der letzten Wälder im Süden Madagaskars steht eine weiße Mauer. Die Grenze zwischen zwei verfeindeten Gruppen. Auf der einen Seite die Museumsbande. Eine lässige Truppe von 14 Tieren. Geführt von ihrer noch wenig erfahrenen Chefin Kati. Auf der anderen Seite die Ruinenbande. Ordnung und Disziplin heißt die Devise ihrer Lebensart unter der Herrschaft der kampferprobten Crystal. Zwischen den beiden Gruppen der karge Sand des Niemandslands. Auf der Mauerkrone stolzieren die Rivalen einher und beäugen sich gegenseitig mit starren Blicken. Es ist September, kurz vor dem Ende einer langen Trockenperiode. Die Nahrung wird knapp. Die Spannung steigt. Keine der Gruppen will einen Kampf riskieren. Bis auf Weiteres hält der unsichere Waffenstillstand. Vor 100 Jahren war Südmadagaskar von Wald bedeckt. Aber die Bäume wurden gerodet, um Ackerland zu schaffen. Dieses Überbleibsel, das Berenti-Reservat, ist einer der letzten verbliebenen geschützten Wälder im Süden. Derzeit leben hier 1000 Katas, die Hälfte der weltweiten Population. Sie sind gestrandet auf dieser kleinen Insel voller Bäume auf knapp 2 Quadratkilometern Fläche. Am Waldrand liegt eine kleine Ansammlung von Gebäuden. Katas sind revierbezogen. Sie beanspruchen die von Menschen besiedelte Landschaft genauso, als wäre es ein beliebiges Stück Wald. Jede der Gruppen nimmt sich ein Stück vom Kuchen als Revier. Die Nähe zum Menschen hat nicht nur Schlechtes. Hier gibt es Schutz und Ressourcen, die im Wald niemals zu finden wären.
was den im Reservat lebenden Katas eine sehr hohe Überlebensrate beschert. Dafür ist der Raum knapp. Die Bevölkerungsdichte der Lemuren ist hier 5-mal so hoch wie anderswo. Sie haben sich daran gewöhnt, ihren Lebensraum mit den Madagassen zu teilen, die im Reservat arbeiten. Nur ungern teilen sie ihn dagegen mit ihren eigenen Artgenossen. Jeder Baum, jede Straße, jeder Garten und jedes Gebäude ist in fester Hand. Ein Schritt ins falsche Revier kommt einer Kriegserklärung gleich. Das beste Gebiet in Berenti sind die Ruinen. Diese Überreste eines aufgegebenen Restaurants sind die Heimstatt der 15-köpfigen Ruinenbande. Und das Hauptquartier ihrer Anführerin Crystal. Sie ist ein Tyrann, der leicht aufbraust und seit 5 Jahren an der Macht. Aber Crystal ist auch eine gute Mutter. Sie kümmert sich liebevoll um Tommy, ihr 1 Woche altes Junges, das sie auf ihren Reviergängen überall mit hinnimmt. Es ist Vormittag. Die Ruinenbande versammelt sich um sie. 5 ausgewachsene Männchen, 4 Jungtiere und 5 ausgewachsene Weibchen. Jede mit einem 1-wöchigen Jungen im Schlepptau. Wenn Crystal die Führung behalten will, muss sie dafür sorgen, dass für jeden aus der Gang genügend Nahrung und Schutz vorhanden ist. Aber sie muss sie auch auf Linie halten. Sie ist schließlich nicht durch Nettigkeiten zur Anführerin geworden. Ungeduldig treibt sie alle zusammen für eine wichtige tägliche Mission. Die Revierpatrouille. Die Gruppenmitglieder bleiben durch Rufen in Kontakt miteinander, während sie alle Landmarken mit einem streng riechenden Sekret aus den Drüsen an ihrem After markieren. Dies stellt eine deutliche Warnung an andere Katas dar. Dies ist das Ruinenrevier. Haltet euch fern. Diese Botschaft gilt ganz besonders für eine bestimmte Gruppe. Nur 50 Meter entfernt hat die Museumsbande ihr Revier. Ihr Hangout sind das Berenti-Museum und der alte Wasserturm dahinter. An ihrer Spitze steht Kati, ihre relaxte Chefin. Sie hat diese Position erst seit 2 Jahren inne und scheint sich um die Loyalität ihres Clans keine allzu großen Sorgen zu machen. Ihr Hauptanliegen ist Maya, ihr 1 Woche altes Junges. Dem Vorbild ihrer Führerin folgend, nehmen die Katas der Museumsbande Politik nicht so ernst. Bei ihnen gibt es wenig Patrouillen und kaum Streitigkeiten über den Status Einzelner. Und dafür mehr Zeit zum Entspannen. Und keiner ist entspannter als das ausgewachsene Männchen Morris. Innerhalb der Hierarchie der Museumsbande steht Morris ganz unten, weil er ein Männchen ist. Die Gemeinschaft der Katas ist streng matriarchalisch aufgebaut. Das niedrigste Weibchen steht immer noch über dem höchsten Männchen. Und Morris ist der niedrigste der Niedrigen.
Wie alle Männchen hat er die Aufgabe, das Revier zu bewachen. Aber er setzt sich lieber in Szene. Er reibt seinen Schwanz mit dem Sekret der Duftdrüse an seinem Handgelenk ein und schwenkt ihn jedem entgegen, der sich ihm nähert. Bei Männchen gilt dies als Stinkangriff. Bei Weibchen ist es Stinkflirten. Aber bei Morris ist es einfach nur lästig. Auch wenn Katys Herrschaft sorglos erscheint, steht sie unter dem gleichen Druck wie Crystal. Ihre Museumsbande braucht Nahrung. Die Trockenzeit dauert nun bereits 5 Monate. Bis zum nächsten Regen sind es noch mindestens 4 Wochen und die Nahrung im Wald ist knapp. Für die ausgewachsenen Katas ist dies die härteste Zeit des Jahres. Mütter haben es dabei besonders schwer. Sie müssen in dieser Dürrephase auch noch ihre Babys säugen. Doch dadurch, dass die Zeit ihrer Geburten auf die Jahreszeit abgestimmt ist, wird sichergestellt, dass die Jungen genau dann abgestillt sind, wenn der Regen kommt und die Bäume Früchte tragen. Aber jetzt muss Kathi Nahrung für ihre Museumsbande finden, um das Überleben des Nachwuchses zu sichern. Wenn sie versagt, kann es das Ende ihrer Regentschaft bedeuten. Die beste Nahrungsquelle in Berrenti ist gerade mal 50 Meter entfernt. Aber Kathi und die Museumsbande haben keinen Zugriff darauf. Denn sie gehört ihren Konkurrenten, der Ruinenbande. Es ist das Schildkrötengehege, in dem Strahlen- und Spinnenschildkröten leben. Zwei gefährdete Arten, die es nur auf Madagaskar gibt. Jeden Tag bringen die Pfleger des Berrenti-Reservats einen Bottich Obst und Gemüse ins Gehege. Und jeden Tag schnappt die Ruinenbande ihnen das Fressen vor der Nase weg. Die langsamen Reptilien haben keine Chance. Für die ringelschwänzigen Allesfresser ist dies ein Festschmaus. Während der Trockenzeit gibt es außer Blättern praktisch keine wildwachsende Nahrung in Berrenti. Für die Ruinenbande bedeutet diese reichhaltige und abwechslungsreiche Auswahl an Nahrung einen großen Vorteil gegenüber den anderen Banden. Chefin Crystal hat den Vorsitz über das Festmahl. Reichlich Nahrung für sie bedeutet reichlich Milch für ihr Junges, Tommy. Das gleiche gilt für die anderen Weibchen ihrer Truppe. Wenn sie zu Crystal halten, haben sie reichlich zu fressen und ihre Nachkommen werden kräftig und gesund. Aber Crystal spielt gern mit ihren Günstlingen. Ein Stab treuer Gefolgsleute darf mit ihr zusammenspeisen. Männchen sind niedriger im Rang und haben zu warten. Das gilt ebenso für alle Weibchen, die es sich mit Crystal verscherzt haben. Am Rande des Geschehens wartet Erika. Das zottige, teilweise kahle Weibchen ist die älteste der Gruppe. Erika war einst die Anführerin der Gang. Doch vor 5 Jahren verlor sie ihre Krone an Crystal und wurde ans untere Ende der weiblichen Hierarchie durchgereicht. 5 Jahre Hunger und Mobbing haben sie geschwächt. Aber dennoch hat sie es geschafft, noch ein Junges zu bekommen. Kit. Es kam vor 1 Woche zur Welt, wie die anderen Kinder des Clans. Als sozial ausgestoßen hat Erika nur eine Freundin unter den Müttern der Gang. Pam. Pam steht ebenfalls am unteren Ende der Hierarchie. Sie und ihr Junges Jamie warten zusammen mit Erika und Kit auf ihre Futterration.
Pam und Erica wissen, dass sie gegen die Chefin und ihre Kumpane nichts ausrichten können. Das ist Crystals Art zu herrschen. Reichlich Nahrung bieten, damit der Großteil ihrer Truppe bei Kräften bleibt. Aber durch gezieltes Rationieren potenzielle Herausforderer schwach halten. So behält sie ihren eisernen Griff auf den Thron. Endlich haben die Günstlinge sich die Bäuche vollgeschlagen. Jetzt stürzen Erica und Pam sich auf die Reste. Dank der Unterdrückung durch Crystal werden die beiden rangniederen Mütter von Tag zu Tag hungriger und schwächer. Die Folgen für ihre Babys sind deutlich sichtbar. Kit und Jamie sind mager, während die übrigen Säuglinge der Truppe gesund und munter sind. Isoliert und ignoriert sind Pam und Erica die Opfer der Regeln, nach denen die Cutter-Bande lebt. Die Trockenzeit trifft die Museumsbande hart. Sie haben nicht den Luxus des Schildkrötengeheges als Vorratskammer. Die Verlockung ist groß, sich über die Demarkationslinie ins feindliche Gebiet zu schleichen. Aber Kathy riskiert keinen Angriff auf das gut verteidigte Revier der Ruinenbande. Das würde als kriegerischer Akt angesehen. Kathy hat einen besseren Plan. Sie führt ihre Truppe weg vom Museum, aus der Sicherheit ihrer Heimatbasis heraus und folgt einer Landstraße, die durch die Felder rund um Berenti verläuft. In knapp 2 Kilometern Entfernung gibt es Nahrung. Um andere Cutters davon abzuhalten, ihnen zu folgen, hinterlassen Kathy und ihre Crew Markierungen entlang ihres Weges. Schließlich hat die chaotische Truppe ihr Ziel erreicht. Dies ist Kathys Alternative zum Schildkrötengehege. Ein riesiges Sisalfeld. Sisal ist eine Agavenart, die aus Mexiko importiert wurde. Der Mensch verwendet die Blätter der Pflanze wegen ihrer kräftigen Fasern. Cutters hingegen haben es auf die Blüten abgesehen. Die Knospen bieten süßen Nektar und eiweißreichen Pollen in großen Mengen. Wem es gelingt, den harten Stängel aufzubrechen, der findet auch dort Nahrung und Wasser. Im Gegensatz zu der auf Status bedachten Ruinenbande fressen die Mitglieder der Museumsbande gemeinsam. Wobei die Mütter auch hier sicherstellen, dass sie den Vortritt haben. Wenn es der Museumsbande gelingt, die Straße zu halten, werden diese Felder Kathy und die anderen Mütter ernähren, bis der Regen kommt. Nach einer langen Mahlzeit führt Kathy ihre Truppe nach Hause. Durch Duftmarkierungen an der Straße und das Besetzen des Sisalfelds haben sie ihren Anspruch geltend gemacht. Doch dieser Anspruch bleibt nur dann bestehen, wenn sie in der Lage sind, ihn auch durchzusetzen. Weiter vorne bewegt sich etwas im Gras. Das ist nicht die Ruinengang. Dafür sind es zu viele. Wer immer es auch ist, sie haben den Sisal entdeckt.
Kati sollte ihre Truppe dazu bringen, ihr Territorium zu verteidigen. Es sind die Plünderer. Die 25-köpfige Bande treibt sich an den Rändern des Reservats herum. Und sie wollen den Sisal. Nun müssen Kati und ihre Bande entweder kämpfen oder das Feld aufgeben. Ihre Jungen klammern sich an ihnen fest. Es wird ein für Lemuren typisches Geplänkel. Ein planloses Durcheinander von Heranstürmen, Draufschlagen und bösem Starren. Plötzlich jagen die Plünderer davon. Sie haben der Museumsbande nur einen Denkzettel verpasst. Das Sisalfeld ist noch zu haben. Kati und ihre Truppe sind verunsichert. Das war kein Sieg. Und wenn sie den Sisal verlieren, laufen sie Gefahr zu verhungern. Bei ihrer Rückkehr zum Museum ist die Gruppe immer noch nervös. Ihre Selbstsicherheit erschüttert. Um ihren Anspruch auf den heimischen Boden zu behaupten, ordnet Kati das Anbringen von Duftmarken an. Auch Morris trägt das Seinige dazu bei. Mit Hilfe der knöchernen Sporne an seinen Handgelenken ritzt er seinen Duft in einen Zweig. Aber unter Katis missbilligendem Blick wird seine Aufmerksamkeit schon bald wieder abgelenkt und er stinkflirtet schon wieder. Mit dem üblichen Mangel an Erfolg. Wenn Kati will, dass ihre Gang den nächsten Kampf gewinnt, hat sie eine Menge Arbeit vor sich. Am nächsten Morgen wärmt sich die Ruinenbande in der aufgehenden Sonne. Sie strecken ihre weißen Bäuche den warmen Sonnenstrahlen entgegen, um die Kälte der Nacht zu vertreiben. Die meisten von ihnen haben ein gutes Leben. Doch am Boden ist der Unterschied zwischen den Besitzenden und den Habenichtsen deutlicher als je zuvor. Anführerin Crystal und ihr Baby Tommy stehen im Mittelpunkt der Zuneigung ihrer treuen Günstlinge. Erica hält sich wie immer am Rande des Geschehens auf. Sie säugt jetzt zwei Junge. Ihre einzige Freundin Pam ist während der Nacht verschwunden und hat Jamie zurückgelassen. Erica versucht, ihn zusammen mit ihrem eigenen Kind Kit am Leben zu erhalten. Jamie ruft nach seiner Mutter. Ein junges Weibchen reagiert auf seine Rufe. Für Katas aller Altersgruppen ist es normal, als Babysitter für die Jungen der anderen einzuspringen. Damit entlastet sie auch die alte Erica.
Nicht nur Weibchen betätigen sich als Babysitter. Männliche Katas tun dies ebenso, um potenzielle Partner zu beeindrucken. Dieser hier wittert eine Gelegenheit. Es ist Travis. Er ist ein rangniederes Männchen am äußeren Rand der Gemeinschaft. Sich um kleinen Jamie zu kümmern, könnte ihm dabei helfen, seine soziale Stellung zu verbessern. Er schreitet zur Tat. Aber Erica ist argwöhnisch. Erica lehnt sich zum Sonnenbaden zurück und so fällt ihr nicht auf, dass die Babysitterin Jamie sitzen gelassen hat. Das Jungtier zieht unwillkommene Aufmerksamkeit auf sich. Es sucht jetzt doch Schutz bei Travis. Diesmal lässt Erica seine Hilfe zu. Wenn Jamie bei Travis bleibt, hat er zumindest ein Transportmittel für den Fall, dass die Truppe sich irgendwohin in Bewegung setzt. Aber Travis kann Jamie nicht das geben, was er am meisten braucht. Milch. Genauso wenig kann Erica dies. Sie hat kaum genug für ihr eigenes Junges. Ohne seine Mutter wird Jamie den Tag nicht überleben. Pam muss zurückkommen. Und das möglichst bald. In der strengen Mittagshitze breitet sich Trägheit in Berenti aus. Im Wald hinter dem Schildkrötengehege versucht die Ruinenbande auszuruhen. Die rangniederen Männchen strecken sich auf dem Boden aus. In den Zweigen kuscheln sich Crystal und Tommy mit den anderen Müttern und Babys zusammen. Außerhalb der Reichweite streunender Katzen und Hunde. Erica ist unruhig. Jamies hungriges Rufen macht sie beklommen. Travis trägt Pams Junges immer noch herum, beobachtet von einem Trio neugieriger Heranwachsender. Jamie ist es gewohnt, auf Verlangen unverzüglich gesäugt zu werden. Verzweifelt stolpert er umher auf der Suche nach seiner Mutter. Unsicher bewegt er sich am Rand des Schildkrötengeheges entlang. Erica erkennt die Gefahr und ruft ihm eine Warnung zu. Zu spät. Er ist zu klein, um von alleine wieder herauszuklettern. Ein hungriger Sperber beäugt ihn. Travis ist seine Rettung. Jetzt ist Jamie zwar immer noch hungrig, aber wenigstens sicher. Dann erscheint eine vertraute Gestalt. Es ist Pam. Endlich bekommt Jamie seine Milch. Da Crystal und ihre Kumpane immer noch Mittagsschlaf halten, kann Pam sich eine Erfrischung genehmigen. Während Travis, der Held des Tages, Wache hält. Das Drama ist vorbei und die Ruinenbande geht auf Patrouille. Pam und Jamie bilden die Nachhut. Thank you.
Ein neuer Tag bricht an in Berrenti. Im Moment gibt es hier sehr wenig zu fressen. Der Regen lässt noch 3 Wochen auf sich warten und Kathi hat ein großes Problem. Früher oder später muss ihre Truppe um ein besseres Revier und Zugang zu Nahrung kämpfen. Entweder mit den Plünderern im Sisalfeld oder in den Ruinen jenseits des Niemandslands. Die Museumsbande sucht Trost in den Abendstrahlen der Sonne. Doch wenn man Junge zu füttern hat, kann man nicht endlos Sonnenbaden. Je länger Kathis Truppe im Heimatrevier ausharren muss, desto hungriger werden sie. Die Trockenzeit zieht sich hin. Es sind immer noch mehr als 2 Wochen, bis der Regen kommt. Lange, heiße Tage entziehen der Landschaft die Feuchtigkeit. In der Hitze des Nachmittags, als ganz Berrenti im Schlummer liegt, gellt ein verzweifelter Schrei durch die Bäume. Es ist Erika. Sie kann Kit nicht finden. Das schwache kleine Baby muss während des Schlafs den Halt verloren haben und runtergefallen sein. Die Ruinenbande erwacht gerade aus ihrer Siesta. Erikas Probleme kümmern Crystal wenig. Selbst wenn eine der Mütter ihrer Gang ihr Junges vermisst, sie schickt ihre Truppe auf Patrouille und überlässt es Erika, auf eigene Faust ihr Kind zu suchen. Die verzweifelte Mutter verbringt den ganzen Nachmittag damit, das Revier der Ruinenbande zu durchforsten. Als die Schatten länger werden, kehrt Erika zu den Ruinen zurück. Sie ruft immer noch nach Kit, als die Truppe von ihrer Patrouille zurückkehrt. Pam kann ihr keinen Trost spenden. Alles, was Erika will, ist Kit. Wie jeden Tag klettert die Gruppe auf das Dach, um die letzten warmen Strahlen der Sonne einzufangen. Erika hält Abstand. Sie ist jetzt sehr still. Kit wird nicht zurückkommen. Die Ruinenbande hat eines ihrer jüngsten Mitglieder verloren. Sie sind die am besten genährte Gruppe in Berrenti. Keinem von ihnen mangelt es an Nahrung, außer Erika. Dank Crystals Mobbing. Hätte Erika mehr Nahrung zur Verfügung gehabt, wäre Kit kräftiger gewesen. Eine Anführerin, die ihren Nachwuchs gefährdet, ist möglicherweise nicht mehr lange Anführerin. Zukünftige Anführerinnen warten stets hinter den Kulissen. Einer ihrer Günstlinge, der sie von einem Baum aus beobachtet, hat bereits jetzt die Achtung und den Respekt der Bande erworben. Ein weiteres hochrangiges Weibchen putzt eine junge Mutter. Ein guter Weg, Anhänger zu rekrutieren. Crystal ist nervös. Sie muss jegliche Revolte im Keim ersticken.
So lässt sie ihrer Wut freien Lauf, um alle daran zu gemahnen, wer hier der Boss ist. Morgen muss sie sie alle wieder auf Linie bringen. Am nächsten Morgen begibt sich die Ruinenbande wie üblich zum Schildkrötengehege. Crystal nutzt die Fütterungszeit, um allen klarzumachen, wo ihr Platz ist. Dies ist ihre beste Waffe im Kampf darum, an der Spitze zu bleiben. Nunmehr 2 Wochen alt, beginnt Crystals Nachwuchs Tommy auf Erkundungstour zu gehen. Er ist der beste Beweis dafür, dass eine wohlgenährte Mutter gesunde Nachkommen bedeutet. Der Zugang zur Nahrung ist der beste Anreiz dafür, sich Crystals Wohlwollen nicht zu verscherzen. Erica muss warten, bis sie an der Reihe ist. Aber gerade als Crystal und ihre Günstlinge sich zum Fressen niedergelassen haben, stürmen die braunen Markis das Bankett. Crystal mag hart sein, aber mit dieser Meute legt sie sich nicht an. Nicht einmal für den kleinen Tommy. Sie zieht sich zurück und der Rest der Truppe folgt ihr. Die Schildkröten nehmen diesen Regimewechsel kaum wahr. Crystals Zurückweichen vor den braunen Markis hat ihr Ansehen nicht gerade steigen lassen. Sie muss jetzt beweisen, dass sie immer noch das Zeug zur Chefin hat. Dazu greift sie auf das zurück, was sie am besten kann. Regeln und Routine. Sie führt die Ruinenbande auf Patrouille. An den einen Ort, wo die Loyalität der Gruppe wirklich zählt. Die weiße Begrenzungsmauer. Von ihrem Posten aus beobachten Crystal und ihre Truppe die hungrige und rastlose Museumsbande im Niemandsland. Die Rivalen beäugen einander kritisch. Ein junges Ruinenweibchen wagt einen kühnen Vorstoß. Morris bricht aus den Reihen der Museumsbande aus und pariert ihre Bewegung. Er verpasst aber auch keine Gelegenheit für einen Stinkflirt. Zu seiner Überraschung zeigt sie Interesse. Das ist nicht die Reaktion, die er gewohnt ist. Sogleich gerät er in Panik und flüchtet auf die Begrenzungsmauer. Sie rast ihm hinterher, aber jetzt aus Wut. Er entkommt. Leider in die falsche Richtung. Direkt mitten ins Revier der Ruinenbande. Das ist ein großer Fehler. Die Ruinenbande rückt heran. Morris sucht Deckung. Die Ruinenbande dicht auf seinen Fersen. Vom Museum aus bekommen Kathi und ihre Gruppe den Aufruhr mit. Aber sie tun nichts. Sie werden wegen eines rangniedrigen Männchens keinen Streit anfangen. Ohne Hoffnung auf Hilfe sprintet Morris auf die Öffnung in der Begrenzungsmauer zu. Ein letztes sinnloses Wedeln und weg ist er. Der Eindringling ist bezwungen. Die Ruinenbande stolziert auf der Mauerkrone umher und stellt ihre Stärke zur Schau.
Crystal schwelgt in ihrem unbedeutenden Sieg. Gerade als ihr die Macht zu entgleiten begann, hat die Gefahr einer Invasion durch ihre Rivalen vom Museum den Zusammenhalt der Ruinenbande wieder gestärkt. Auf der anderen Seite des Niemandslands ist es Kati gelungen, die Museumsbande aus Schwierigkeiten herauszuhalten. Aber ihre Gruppe ist nach wie vor eingekesselt zwischen den Ruinen und den Plünderern. Die Nahrung ist knapp und es gibt viele hungrige Mäuler zu stopfen. Sie kann einem Konflikt nicht für alle Zeiten aus dem Weg gehen. Die rangniedrige Erica hat ihr Baby verloren. Jetzt muss sie sich nur noch um sich selbst sorgen. Vielleicht macht das ihr Leben ein bisschen leichter. Die anhaltende Trockenheit und das enge Zusammenleben in dem kleinen Gebiet haben die Gruppen dazu gebracht, die unsichtbaren Grenzen zu überschreiten. Der nächste Übertritt könnte einen Krieg entfachen.